Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an meiner Stimme. Ich nehme heute mal wieder am Handy auf, denn ich bin jetzt knapp eine Woche lang nicht zu Hause. Aber natürlich mache ich euch trotzdem jeden Morgen das Shop-Video halt hier am Handy. Streams werden deswegen auch erstmal die nächsten Tage nicht kommen. Aber sobald ich wieder zurück bin, kommen dann wieder ganz normal jeden Morgen um 6 Uhr die Twitch-Streams. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, dass es heute wohl etwas recht Besonderes im Shop geben soll. Also klicken wir direkt mal oben drauf. Und zwar gibt es drei neue Sachen, und zwar erstmal zwei neue Skins, und die haben eine, sage ich mal, recht neue, besondere Funktion. Hier rechts an der Seite unten steht es auch: Ändere deinen Stil, indem du zwischen Erntewerkzeug und Waffe wechselst. Denn der Skin hat, hier mal gucken, genau, hat im Grunde sind es, glaube ich, zwei verschiedene Main Styles, nämlich einmal der Wolf und der Hase, ja. Und immer wenn man das Erntewerkzeug rausholt, also die Hacke von der Hacke zur Waffe und wieder andersrum wechselt, dann ändert sich der Style. Das finde ich ziemlich krass, eine coole Idee. Ich weiß nicht, wie gut sich das Ingame umsetzen lässt, also wie nervig das sein könnte. Aber ich finde erstmal die Idee, dass sich Ingame der Stil ändern kann, die finde ich mega nice. Und der Skin schaut auch ziemlich cool aus. Es ist einmal so ein Hase und halt einmal ja, so ein Wolf. Und dann gibt es das Ganze noch. Ah, okay, man kann es wahrscheinlich ausstellen, ob man das haben möchte, ne? Man kann es einmal reaktiv haben, dann wechselt es nämlich mal an. Und dann kann man es auch einfach nur auf eins der beiden stellen. Okay, das ist cool gemacht. Ich schätze mal, dass das so sein wird. Wäre auf jeden Fall eigentlich logisch. Und dann gibt es noch einen Backpack dazu. Der schaut so aus. Ich denke mal, der wird genauso funktionieren. Ja, genau, da gibt es auch anscheinend die verschiedenen Styles. Und dann gibt es noch das Löma. Wahrscheinlich ein Löwe und ein Lama, oder? Löma. Mal gucken. Ja, genau, okay. Erstmal das Lama und dann noch der Löwe. Schaut auch ziemlich cool aus. Also, nice, coole Idee. Ich mag das ja, wenn Fortnite so neue Dinge ausprobiert. Hier mit den Styles, die sich in-game changen. Ich würde mir sogar noch einen Skin wünschen, der ja komplett in-game sich wechselt. Also, wo du komplett was anderes wählen kannst, selber auswählen kannst. Und ich bin mal gespannt, ob gleich die bei der Lackierung das auch so ist, also ob man da das auch in-game wechseln kann. Erstmal hier das abgenutzte Schwarz, die Lackierung. Ja, eine recht basic Lackierung, aber ich glaube, es gibt coolere, simple Lackierungen als die. Dann Stillschweigen, ein Skin für 1200 V-Bucks mit diesem Backpack und dann noch die stillen Klingen, sehr coole Haken. Also die schauen halt richtig schön basic aus, der Sound. Ja, okay. Der ist halt auch sehr basic, aber ich bin ein Fan von so schlichten Haken auf jeden Fall. Kommen wir dann jetzt zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt, dass ich hier euch jeden Morgen den neuen Shop zeige. Dann haben wir hier die Schattenagentin für 1500 V-Bucks, die ja dann irgendwann noch einen neuen Backpack bekommen hat. Der schaut nämlich so aus. Und, ach ja, das gibt es ja jetzt auch noch in weiß. Ne? Das ist auch ziemlich cool, dass es die Frau auch inzwischen in weiß gibt. Hier wechselt sie nicht, egal. Auf jeden Fall haben wir dann noch die Sumpfjägerin für 800 V-Bucks drin. Die Haare wurden ja inzwischen gefixt. Und ja, ist eigentlich ein recht guter Skin, glaube ich. Wenn man extrem schwitzerhaft auf Tryhard gehen möchte und nicht so gut gesehen werden möchte, dann ja. Aber ich weiß nicht, ich finde den Skin nicht cool. Dann haben wir den Hüftpfeffer. Ja, ist ein Fortbewegungsmode. Eigentlich ganz chillig. Und jetzt dann die neue Lackierung, und die ist auch reaktiv. Die Frage ist jetzt, was passiert? Mal gucken, wir lösen einfach mal den Waffeneffekt unten rechts aus. Let's go. Hallo? Hallo, ich drücke darauf. Da passiert nichts. Das ist jetzt ziemlich enttäuschend. Also irgendwie steht da, dass sie reaktiv ist, aber wenn man hier unten raufklickt, ihr seht ja, dass ich darauf klicke, dann passiert einfach nichts. Also können wir erstmal nur so bewerten. Ich finde der Style, also das Aussehen von der Lackierung ist richtig cool. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Also ich glaube, die werde ich mir holen. Wenn ihr wisst, was die Lackierung genau macht, also was passiert, wenn man quasi in-game damit schießt, was der reaktive Faktor da an der Lackierung ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr wisst, was richtig ist, dann liked gerne den Kommentar hoch, dass der dann oben steht. Also ihr könnt einfach mal in die Kommentare schauen. Vielleicht steht dann dort, wenn die Community das weiß, ne? Also ja. Dann wird sich das hoffentlich klären. Aber sie schaut auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus. Dann haben wir noch gut geölt für 500 V-Bucks. Mit der mega merkwürdigen Musik. Und als es dann noch der Deckgetritt, diese Challenge, oh, nicht geschafft. Und wieder nicht. Ja, das ist quasi der Emote.
Schafft er es eigentlich irgendwann mal? Gibt es eine Variante, wo er es schafft? Oder fällt er immer um? Oh. Er hat es geschafft. Okay. Ist eigentlich auch logisch, aber cool gemacht. Also für 200 V-Bucks so ein kleiner Funny-Mode. Okay, dann würde ich sagen, war es das zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, ich bin jetzt knapp eine Woche nicht zu Hause, deswegen jetzt die Shop-Videos für eine Woche einfach am Handy. Aber ich denke, das geht auch. Ihr hört ja trotzdem meine Meinung zu den Sachen. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Da war mega der Voice-Crack. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao.